Er gewährt einen seltenen Einblick. Dieter Bohlen, 70, ist eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Fernsehen und begeistert seine Fans als Juror bei Das Supertalent oder DSDS. Sein Privatleben hält der Pop-Titan hingegen eher aus der Öffentlichkeit heraus. Bis jetzt, der Musiker verrät, wie stolz er auf seine Kinder ist und enthüllt ein bemerkenswertes Detail: Dieters drei erwachsene Kinder sind richtig erfolgreich. Das plaudert der Sänger gegenüber Bild aus. Meine drei großen Kinder haben Doktortitel, sie sind sehr erfolgreich, erzählt er und verrät auch, was seine jüngsten Kids später einmal machen wollen, und zwar nichts mit Musik. Amelie möchte Ärztin werden, wie meine erwachsene Tochter, sie ist Tierärztin. Maxi will Fußballer, Influencer oder YouTuber werden. Und nicht nur mit seinen Kindern läuft es für den 70-Jährigen super, sondern auch in Sachen Liebe. Mit seiner Partnerin Carina Walz ist er bereits seit stolzen 18 Jahren zusammen und jetzt soll auch endlich eine Hochzeit in den Startlöchern stehen. Carina und ich werden heiraten. Es gibt ein festes Datum, seit dem ersten Tag unserer Beziehung, plauderte Dieter aus.